Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und ihr seht heute das Video zu Raum Nummer 2. Im letzten Video habt ihr das Update bzw. die relativ finale Version des Lagerraums mit Küche und Packstation gesehen und heute seht ihr den Umzug in den Stickmaschinenraum. Das war wirklich eine coole Aktion. Ich hatte einen coolen Helfer und danke nochmal ganz, ganz lieb. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, sondern schaut es euch selbst an. Hier mal ein kleiner Blick in das Chaos des alten Ateliers. Oh meine Güte. Hier habe ich jetzt schon mal fast leer geräumt. Also die Happy wird morgen die erste sein, die ins neue Atelier kommt, weil sie hier ganz steht und man kann sie am besten rausziehen. Diese Platte, darauf ist die quasi befestigt, die kann man einfach rausziehen. Das heißt, man nimmt dieses obere Teil einzeln und dann kommt der Tisch dazu. Die Fuwei ist definitiv die schwerste. Wir sind zu zweit. Mein Mann darf nicht, der hat Becken und Hüfte und so. Also mit Schwerheben, hier ist auch schön, ne? Mit Schwerheben ist da wenig. Deswegen hoffen wir, dass, ich habe einen Freund gefragt, der ist stark, ob wir das zu zweit hinkriegen. Das werden wir dann einfach mal sehen. Und dann noch hier die Brother. Thank you.
Das ist ein Fußballfeld gerade. Ich kann mal die kleine Wasserwaage. Hier runter geht, musst du an die Seite ausgleichen. Oh, jetzt ist du musst einen Schnupf höher da. So vielleicht. Das ist gerne. Sitzt was, Baggerlöcher. Let's do it. Schön aus dem Knie raus. In so. Oh, oh, das knackt gar nicht. Gar nicht. Schon die Muskeln richtig müde hat. So, wir mussten kurz mal abstellen für die Höllenmaschine. Die ist zwar geil, aber die ist einfach sauschwer. Aber Hälfte haben wir geschafft. Wir kriegen die Fuwa nicht hier hoch. Die ist zu groß. Wir müssen die irgendwie auseinanderbauen. Jo, hier wurde jetzt das Geländer abgeschraubt, damit wir mit der Maschine da hochkommen. Crazy. Ich glaube, das müssen wir auch noch wegtun, das Geländer, oder Luca? Sollen wir es so lassen? Steigen wir locker drüber, würde ich sagen. Okay, läuft. Gut. Wenn wir das Ding oben haben, dann tun wir. Dann gibt's Bier. Ich muss noch Arbeit. Oh, jetzt ist hier so ein Gummi. Ja, der ist hier hinten links. Danke. Ja. Hoch. Eins, zwei. Oh, was wollen wir? Freunde, gut. Sehr gut, sehr gut. Tja. Ich hab den Helm des Tages. Komm mal, der weg, durch. Gerne. Komm mal, da. Gut geht's. Klappt? Ja. Ja. Halleluja. Ich muss einmal abstellen. Okay. Oh. Ja. Wow. Luca. Weißt du, was vorne war? Vorne ist da geordnet. Ja. Machst dich. Wird. Hoch und drehen oder erst drehen und dann hoch? Erst drehen und dann hoch. Oh, okay. Eins, oh, mach gerade bei Scheiße. Eins, zwei. Oh! Jetzt sind wir genau auf die Zimmel gekommen. Warte, wir haben sie falsch rumgekriegt. Shit. Mhm. Er macht erstmal bei euch. Kann das aber ja, einmal nochmal hoch, Matti. Vorne gerade lassen und hinten, ja, noch ganz bisschen nach hinten bei dir, Martin. Ich muss mir so Sportschau-Fragen stellen. Ich muss auch so leicht neben die Kamera gucken, so als würde ich mit der Interviewpartner stehen. Ja, immer ja, genau, da. Hier. So, genau. So, Luca, wie war das Spiel für dich? Ja, hart gekämpft, haben uns viel vorgenommen heute. Zuschauer standen hinter uns die ganze Zeit. Mussten viel kämpfen, erste Halbzeit zurückgelegen, aber kamen zurück, gute Einwechslungen gemacht und dann versenkt die Sachen, ja. Sauber. Ja, war wichtig. Echt? Ja, denken also, von Spiel zu Spiel. Kriegen wir eine bessere Routine? Ja, genau. Müssen jetzt da anknüpfen, wo wir heute in der zweiten Halbzeit weitergemacht haben. Hier, ein bisschen ernst bleiben, ja? Ein bisschen ernst bleiben, ja. Entschuldigung, wir sind ja bei der Sportschau. Was war für dich im Spiel der schwierigste Akt?
ja, die Treppen hochzukommen. Also die Treppen im Stadion sehr steil. Bus musste im Keller parken. Ich musste das Ballnetz schleppen. Das war der schwerste Punkt, ja. Ich finde, hast du super gemacht. Hast du hier einen Schulterklopfer verdient. Hast du so ein Brett? Ich habe ein Brett. Dann schieb mal Brett. Ich hol ein Brett. Wir holen das Brett. Das ist dann einfacher. Wenn wir schlau sind. Wenn wir schlau sind. Hey, wo denn? Die Zuschauer verstehen kein Wieder in der Platte. Hochdeutsch reden. So, dann kippen wir ab. Ich hab mir jetzt nichts von gesehen. Nee. Aber hier ist ein Brett drunter. Mit Rollen drin. Jetzt zeig doch mal das Brett. Immer noch nicht. Da. Da. Okay. Achso. Nee, ich hab mich auch alleine. Ja. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch, ohne Film. Ja, wir sehen uns gleich wieder. The work is done. Das sind nur zwei Maschinen. Hups, Luca, wo ist die dritte? Ja, da haben wir irgendwie Muttern verschlammt für den Ständer da hinten. Aber die finden wir noch. Und dann, das ist die leichteste Maschine, die kriegt mein Mann und ich auch getragen. Luca, du warst eine gute Hilfe. Ich mach Feierabend. Du machst Feierabend. Viel Spaß bei deinem restlichen Spiel, ne? Ciao, ciao. Ciao. Nachdem der Umzug der Stickmaschine nun geschafft ist, freue ich mich, euch den Readme Eve Plus Saug- und Wischroboter vorzustellen, den ich für euch testen darf. Und ich zeige euch jetzt mal, was der alles kann und wie der kleine Kerl so funktioniert. System is starting. Wi-Fi has been reset. Charging. Für mich ist das total praktisch, denn ich habe nun zwei Haushalte, wenn man das so will. Also einmal mein Atelier, was ja auch nicht gerade wenig Bodenfläche hat, und dann noch mein Zuhause, was natürlich auch sauber gehalten werden will. Und deswegen ist es für mich sehr, sehr praktisch, dass ich einfach diesen kleinen Kerl fahren lassen kann, wo ich mich auch darauf verlassen kann, dass es danach auch wirklich sauber aussieht. So, ich werde meinen neuen Freund jetzt mal hier auf dem Holzboden, der gestrichen wurde, fahren lassen. Denn hier sieht es echt nicht so prall aus. Also ich habe hier schon viel genäht. Genau, hier muss der jetzt unbedingt mal fahren. Und wir schauen jetzt mal, was der Gerät alles kann. Let's go. Ladet euch die Readme App auf euer Handy runter und verbindet ihn mit dem WLAN, und dann kannst du ihn ganz bequem per Handy-App steuern. So sieht die App aus, und hier hat er schon mal einen Bereich abgefahren, das seht ihr dann, und den wird er auch beim zweiten Mal dann wieder abfahren, und ihr könnt euch hier auch einen kleinen Bereich nur markieren, wo er wischen und saugen soll, oder er nimmt den ganzen großen Bereich. Außerdem könnt ihr hier einstellen, was er für eine Saugleistung haben soll, viel oder wenig, und genauso finde ich sehr, sehr praktisch, könnt ihr die Wischwassermenge angeben. Er kann gar nicht wischen, dann müsst ihr auf Ausstellen, oder er nimmt eine große Menge. Das könnt ihr alles wählen. So, da sieht man schon einiges an Staub. Der hat echt so richtig was weggeholt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie cool diese Absaugstation ist. Nämlich auf das Häuschen hier, und dann fährt er zurück an seine Ladestation. Start recharging. Er kann entweder wischen und saugen in einem, oder nur saugen oder nur wischen. Das könnt ihr alles einstellen. Wärmer, noch wärmer, richtig warm, es wird schon bald heiß, noch wärmer, ja, 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 so, jetzt kommt das Coolste,
I love it. Wait for it. Kurz mal einparken. Rückwärts einparken. Kann er. Besser als ich sogar hier. Start dust collection. Hat er sich den ganzen Staub hier oben in diesen Beutel reingezogen. Und den kann ich dann irgendwann ausleeren. Voll praktisch. Schauen wir mal, wie er jetzt aussieht. Hier der Kollege. Dustbox, has been removed. Dustbox ist leer. Könnt ihr sehen? Sieht man nicht ganz so gut, aber hier. As you can see, it's empty. Very cool. Nun hat auch der Stickmaschinenraum es geschafft. Es fehlen noch so ein paar kleine Dinge, die kommen nach und nach. Und da muss ich auch immer mal so ein bisschen gucken, wie funktioniert das am besten in meinem Arbeitsvorgang. Und genau, ich zeige euch jetzt mal so das Endstadium, sage ich mal. Und dann wird nämlich hier bald, beziehungsweise es wurde auch schon fleißig hier gearbeitet. Die ersten Aufträge habe ich erledigt und ich zeige es euch mal. Also hier kommt man rein und da steht direkt die Happy. Da wird man direkt Happy begrüßt und alle drei nebeneinander, genauso wie in meinem alten Atelier. Hier unten habe ich noch, da fehlt mir noch so ein Kallax mit den coolen Einsätzen. Da weiß ich noch nicht genau, wo ich das hinpacken soll. Aber das Coole ist, dass diese Ständer magnetisch sind und diese Mighty Hoops auch da dran bleiben. Genau, so sieht es aus. Ich habe mir jetzt zwei Mülleimer zugelegt. Einmal für Papiermüll und einmal für Plastikmüll und für die kleinen Fäden, die ich immer hier abschneide. Ich hatte sonst immer alles in einem und musste immer schwer sortieren. Da habe ich jetzt keine Lust mehr zu. Da ist die Brother. Hier hinten habe ich jetzt einen Rollwagen, wo ich so die wichtigsten Dinge, die ich brauche, wie das ist das Vlies, was ich benutze. Huch, da steckt ja, das war aber nicht bewusst, steckt noch eine Kohle drin. Hier ist das Schneidvlies, was ich hinter meine Shirts mache. Das, beziehungsweise das ich benutze zum Einspannen meiner Shirts und Bodies. Das hier ist, wie heißt es, Stickprotect, genau, das bügele ich immer dahinter, damit es nicht kratzig ist auf der Haut. Hier ist mein Ausreißvlies mit ein paar Scheren, die ich immer griffbereit habe. Außerdem hat hier jede, das muss nicht unbedingt hin, aber jede Maschine hat einen Fadenabschneider. Das ist auch sehr praktisch. Hier steht mein Mac, wo ich meine Stickdateien immer fertig mache. Eine Ladestation fürs Handy habe ich mir geholt. Meine Kopfhörer, die ich bisher, die habe ich auch noch nicht lange, die möchte ich jetzt immer aufziehen, wenn die Stickmaschinen laufen, um meine Ohren besser zu schützen. Meine Heißpresse von Cricut, wo ich immer das Stickprotect hinten drauf presse bzw. bügel. Meine Labels, die auf die Shirts und Bodies, nee, Bodies nicht, aber die auf die Shirts kommen. Und hier habe ich von meinem Sohnemann die Nähmaschine mal kurz abgezogen, dass ich hier direkt die Labels annähen kann. Da möchte ich noch einen extra Tisch für haben. Ich zeige euch gleich, wo der hin soll. Und hier unten habe ich Verpackungsmaterial und hier die ganzen Mighty Hoops. Hier zwei Stationen, die ich nicht ganz so häufig benutze. Die häufigsten sind hier oben. Das ist die 7,25 Zoll Station, die ich immer für meine Shirts nehme. Ja, ehrlich gesagt nehme ich die auch nicht so oft und eher das hier. Da kommen nämlich die Bodies und das sind für größere Bodies. Die nehme ich aber nicht ganz so oft. Vielleicht sollte ich das noch kurz überdenken. Hier habe ich jetzt meine Konen in den großen. Also ich hatte die ja vorher auf Regalen. Mache ich aber jetzt hier rein, damit die mehr vom Sonnenlicht geschützt sind. Hier oben sind die kleineren.
Ich habe auch noch ganz viele nicht hier, also das wird definitiv noch voller. Und hier oben in der oberen Schublade habe ich immer die Stickfliese, die ich zum Einspannen der Shirts und Bodies brauche. Genau, alles schön weg, damit es alles ein bisschen cleaner aussieht. Das war so mein Ziel für diesen Raum. Dann habe ich hier meinen Mister mit der Absaugstation. Auch im Mister hat ein Alex Großschrank unter sich, wie vorher. Und hier möchte ich gerne noch einen Tisch hin machen. Ich habe noch eine alte Tischplatte gefunden, die möchte ich noch abschleifen. Tischbeine habe ich schon gekauft. Der wird auch höhenverstellbar sein. Also ich finde diese Höhe echt cool, weil das ist so eine Stehhöhe und ich arbeite hier nur im Stehen. Also ich habe hier auch noch gar keinen Stuhl, weil ich den gar nicht brauche. Das ist für die Fuwei und die Happy ein bisschen unpraktisch, weil die so tief sind. Also dafür hole ich mir vielleicht irgendwie einen Hocker oder so, wenn ich da einspanne, damit ich nicht immer so krumm hänge. Genau, und dann ist das bis jetzt der Stickmaschinenraum. Final.